Okidoki, die nächste What und dieses Mal spielen wir IC 2005. Und was gibt es zu dieser What zu sagen? Es ist eine Single-Level-P-What. Das Level soll sehr groß und sehr, sehr komplex sein. Yay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das hier mache ich erstmal aus. Und was ich auch noch ausmachen muss, ist, beziehungsweise, ups, das hier. So. Genau. Dann gucken wir mal. 458 Gegner, 3 Secrets. So, haben hier auf jeden Fall einen Startbereich, wo schon ordentlich aufgeräumt wurde anscheinend. Sehr schön. Warte mal. Das kommt mir gerade bekannt vor, das Lied im Hintergrund. Aber ich komme gerade nicht drauf. Gemein. Ich komme gerade nicht drauf. Wie frech. Ich komme gerade echt nicht drauf. Verdammt! Ach lol, es ist Quake. Quake 2. Jetzt. Eieiei. So. Ich weiß nicht, ob man springen darf. Es sieht die ganze Zeit so danach aus, als müsste man es tun, weil man die Schrotflinten sonst nicht kriegt. Aber ich weiß es halt nicht. Es könnte auch provokant so platziert sein, dass man da extra nicht erstmal nicht rankommt. So, das würde mich halt nicht wundern. So. Und wir kriegen ja auch so viel Bullets, dass ich echt nicht sicher bin. Dass ich wirklich nicht sicher bin, ob ich springen darf oder nicht. Und jetzt ging auch noch eine Kettensäge. Ich glaube, man darf nicht springen. Ich glaube, das ist alles absichtlich bisher so. Ich weiß gar nicht, ob man springen kann. Ja, man könnte. Es ist nicht deaktiviert. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Und wir kriegen halt erstaunlich viel, Pistolen-Muni. Ja. Ich glaube nämlich, dass das alles hier ein bisschen extra gemein ist, um einen zu baiten. Und da kriegt man jetzt endlich die Schrotflinte regulär. Ja. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass man nicht springen darf. Wir dürfen, glaube ich, nicht springen. Okay, hier würde man reinkommen. Okay. Ja, da werden wir einen Red Skull erstmal brauchen. Okay, wir haben verschiedene Türen. Red Card. Mhm.
Na schön. Nice. Läuft doch. Ich mach mal den ersten Save. Okay. Aha. Er lebt. Wo? Wer will sterben, du? Okay. Ey. Armer Bonus, ach so, lol, hier. Okay. Eine Red Keycard kriegen wir auch. Na gut. Hier ist zu. Ich lasse mir die Box hier mal. Ja, wir räumen relativ schnell auf. Bisher. Was ist hier noch? Leider keine der Chain Guns abgreifen können. Die hat man auch noch schön gekonnt von mir ferngehalten. Die hat man schön gekonnt von mir ferngehalten. Ist das ein Teleporter? Aber der ist nicht an. Und das hier brauchen wir. Da brauchen wir einen Yellow Key. Ah, und hier würde man auch hier reinkommen. Okay. So. Sehr schön. Naja, da kommen wir noch nicht hoch. Das hält mal alles noch bewusst von mir fern. Hier haben wir auch eine rote Tür. Na. Okay, einige Gegner hier noch. Oh, Triple Kill. Und wo kommen wir hier raus? Ah, hier können wir uns dann mal mit den Hell Knights anlegen. Ich glaube, ich habe nämlich noch einen anderen gehört. Denke ich mal, sind das mehrere. Oh, da ist auch eine Chain Gun. Sehr schön. Okay, dann kommen wir hier raus. Noch mehr von euch. Hier werden wir einen Blue Key brauchen. Zack, zack. Mhm. Oh. Hm.
Open Computer Area Map ist natürlich sehr interessant. Oh, wir haben schon voll viel gesehen. Oha. What the fuck? Das ging schneller als gedacht, oder? Also wir haben noch nicht so viel aufgeräumt tatsächlich, deswegen wundert es mich gerade ein bisschen, aber wir haben schon ein gutes Stück, finde ich, gesehen. Aber. Naja, bei so einem großen Level wird es schon praktisch sein, jetzt so ein Ding zu besitzen, so eine Map. Ein Rucksack wäre jetzt auch mal langsam ganz nett, finde ich. So. Ah, das war frech. Aber ist wie es ist. Hier brauchen wir auch eine Yellow Keycard. Ich glaube auch, dass das Spiel unterscheidet zwischen Yellow Key und Skull Key zum Beispiel. Also, oh fuck, das ist noch einer gewesen. Gemein auf jeden Fall, aber wir leben. So. Da auf der anderen Seite waren wir schon. Jetzt können wir das hier sogar öffnen. Haben wir ein bisschen Backtracking-Möglichkeiten. So. Machen wir den hier mal weg. Okay. Da waren wir auch schon drin. Oha. Okay. Die können hier gar nicht raus. Wow. Wundert mich ein bisschen. Den Rest mache ich mit der Schrotflinte. Dann haben wir auf jeden Fall noch genügend Chain Gun Muni für den Fall, dass wir sie brauchen. Okay. Hier zum Beispiel. Aua. Gemein. Ja, hier kriegt man auch gut Raketen. Wo waren nochmal die, blaue Rüstung? So, hier kommen wir noch nicht so leicht rein. Möchte ich mal ganz kurz schauen. Ah, das war... Okay, die war auch bei der blauen Karte. I see. Das wollte ich nur wissen. Perfekt. Okay. Nun die Frage. Wir kommen hier hin. Aber das hier ist noch zu. Das heißt, das hier... Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, vermutlich. Sieht so ein bisschen aus, als müsste man mit der Kiste noch was machen können.
Nun, wie kommen wir? Wie kommen wir dahin? War denn das hier nochmal? Warte mal. Je, wo war das denn nochmal? Ganz weit da hinten. Hier kommen wir noch nicht weiter. So, hier. Aha. Yay. Bringt mir rein gar nichts. Dann muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überfragt, was jetzt meine nächste Aufgabe ist. So, das hier werden wir noch nicht machen können, aber brauchen wir den Red Skull. Wir müssen irgendwie an die blaue Karte jetzt kommen als nächstes, denke ich mal. Die Frage ist, wie deaktivieren wir dieses eine Kraftfeld noch? Das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, cool. Ah, nee, warte, das hatten wir schon gemacht. Vielleicht hier noch irgendwas aktivieren? Nee. Ha. Irgendwas muss hier doch noch zu tun sein. Irgendwas habe ich übersehen. Nee. Ach, guck mal. Na also. Na, zack. Das sollte auch kein Problem sein gegen euch. Sehr schön. Ich hole mir ganz kurz das da. Und dann müssen wir hier jetzt irgendwie rüberspringen, oder? Aber wie? So wahrscheinlich. Yay. Ach, verdammt. Es war so klar. Ey. Ach, really? Man will mich doch hier verarschen. Man will mich echt verarschen. Ich hatte es doch quasi schon. Gemein. Ey, dieses scheiß Momentum, was während im Ladebildschirm schon teilweise. Manchmal ist es praktisch, aber manchmal kann es auch echt nerven. So. So, geht doch. Das, also wirklich, das war eine Geburt. Das war eine Geburt. Schauen wir mal.
Aha. Kommt man hier hin, aber... Bringt mir das allzu viel? Keine Ahnung. Ich denke mal, wir können jetzt hier entlang. Ach, warte, wir müssen da runter. Schauen wir das hier, ja. Perfekt. Perfekt. Zack, zack, zack. Die Quake-Texturen sind real. Nice. Okay. Klappt doch alles wunderbar. Ich sehe nicht so viel. Es ist sehr dunkel hier. Nice. Rockets kriegen wir auch nicht wenige. Tatsächlich. Das ist doch eine gute Sache. Oh, ein Berserk-Pack. Aber hier kommen wir nicht weiter, so schnell. Okay. Interessant. Gab es hier noch mehr blaue? Nee, gelb haben wir ein paar mehr Sachen. Das heißt, hier muss eigentlich noch irgendwas sein. Irgendwas, was ich noch nicht aktiviert habe. Ah. Aha. Ich sehe halt so gut wie nichts. Sehr schön. Okay. Na. Oh je. Ne. War's das schon? Keine Revenants mehr? Okay, easy. So. Noch mehr Sachen, die sich rumteleportieren. Viele von euch. Ihr Frechen. Na. Okay. Wir hatten das aktiviert und dann die Sachen geöffnet. Hat das mir jetzt groß was gebracht? Ich meine, hier kann man jetzt rein. Ah. Mini-Dead Simple fast schon. So, was haben wir hier?
Stromschranken sozusagen, die wir noch irgendwie deaktivieren müssen. Mein, ja. Das wird so nix. Das hier müsste man irgendwie öffnen. Aber wie? Oder ist hier noch was? Ah. Ja, das machen wir jetzt hier einfach ganz trocken. Sehr schön. Oh je. Okay, zack, zack. Schnappen wir uns das hier. Warum leuchtet das so? Hat keinen speziellen Grund, nee. Au. Blöde Kettensäge. So, was genau macht das hier? Lol, wir haben jetzt ein Rätsel, okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Das hier macht wahrscheinlich das hier, ja. Aber das lasse ich mal so. Und das hier mache ich mal so. Gucken wir mal. Na gut. Hier ist noch nicht so viel. Sehr schön. Aha. Ich, fuck. Na, Mist. Na, hier kommen wir nur hin, wenn wir es andersrum machen. Sehr schön. Da oben. Nice, den hat's erwischt. Ah, guck mal. Oh. Und dann kommen wir doch sogar hier schon hin. Ja, nice. Dann haben wir es auf Anhieb perfekt gemacht. Auf Anhieb perfekt gelöst. Nun, dort werden wir auch einen Teleporter haben, weil es soweit ist. Schauen wir mal. Oh nein. Aber glücklicherweise kein Problem. Mhm. Okay, viele Kakus. Wow. Wow. Gemein.
Blitz hat mich, die eine Rakete hatte mich so hingeschleudert, dass ich, dass ich mich dann quasi mit der anderen selber erwische. Na, Mist. Alles gar nicht so ohne die Stelle. Wahrscheinlich muss ich die Raketen noch eher am Anfang raushauen. Really? Das ist aber auch ein bisschen unlucky hier gerade, Hannes. Ne. So kann ich mir das theoretisch auch ein bisschen einfacher machen, indem ich warte. Oder indem ich die ein bisschen verzögere. Mist. Fuck! Nee, ich glaube, ich fange erstmal an mit der Doppelläufigen hier. So. Ja, schön. Nice. Den Rest mache ich damit. So gefällt mir das. So passt das doch. Wir kriegen auch schön Muni. Okay. Und wir kriegen vor allem eine Plasma-Gun. Hehehe. So, und dann müssen wir jetzt zur, zur anderen gelben Tür. Hier in die Richtung. Und verschiedene gelbe, Türen sogar. Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ja, schön. Okay. Na. Und jetzt erstmal schön euch hier wegmachen. Oh. Mankobus Double Kill, Kill, Kill. Was haben wir hier? Ganz viele Revenants. Ich. Au. Okay, sehr schön.
heftig, heftig, das Ganze hier. Wird jetzt durchaus ein bisschen schwereres Geschütz aufgefahren. Da ist der. Ah, fuck. Das ist gemein. Na egal. Aha. Ein Cyberdemon. Was macht das hier eigentlich? Ah, okay. Da kommt man dann hier hin. Schön. Heio. Absolut kein Problem an der Stelle. Oh. Oh Gott. Eieieiei. Es wird nicht ganz so einfach anscheinend, da hinten dann reinzukommen. Aber ist das wichtig, ist eher die Frage. Mal, wenn ich hier zum Beispiel sehe, das hier brauche ich, also oder das hätte ich... Oh. Okay. Oh. Den hier habe ich vor allem jetzt ganz gerne mal endlich... Ja, und ich habe auf jeden Fall was gesehen, was ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen anschauen möchte. Aha. Das ist doch gut. Dann ist das jetzt offen und dann können wir wahrscheinlich... Dadurch können wir dann hier rein. Yes! Alle Secrets auf Anhieb gefunden. Haha. Okay. Sehr schön. Perfekt. Aua. Wie auch immer mich das erwischen konnte. Nice. Okay. Oh je. Das sieht schon ein bisschen weniger einladend aus, aber... Hm. Sehr schön. Haben wir doch elegant gelöst, oder nicht?
Aha. Ui. Ja. Das. Okay, ich sehe schon mal, das ist nicht unsere Aufgabe. Wie sieht's hier aus? Können wir uns zumindest bewegen? Zack. Ah, das sieht doch gut aus da hinten. Na dann. Was habt ihr denn hier verloren? Okay, weiter kann es gehen. Das hier brauchen wir nicht, die Rüstung. Ich habe jetzt, glaube ich, versehentlich sogar die Rüstung aufgenommen. Das ist jetzt nicht so gut gewesen, aber naja, auch nicht so schlimm. Uns geht es ja gut genug. Und letztendlich ist das Secret finden ja auch eher so der Bonus gewesen. Das Ganze muss ja durchaus möglich sein ohne Secret finden. Heißt, wenn wir jetzt nur eine normale Rüstung haben, also eine grüne, ist das in Ordnung. Das kriegen wir schon hin. Frechdachs, dass du einfach nicht sterben willst. Einfach nicht sterben wollen. Wie macht man sowas? Als Baron, der 5 Raketen getankt hat. So, sehr schön. Aha. Oh je. Yes. Lol. Okay, jetzt haben wir den Skull Key. Dann gehen wir mal dahin, oder? Wo wir hin müssen. Gemein. Oh. Na also. So. Oh ja, da haben sich Sachen bewegt. Aha. Wieso ist... Oh no. Teleporter. Let's go. Jetzt kommt nochmal die dicke Arena. Dann schauen wir mal. Kein Problem. Absolut gar kein Problem. So. No problem. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall die schnell wegmachen. Und zack.
So, ich glaube, einen Kollegen kriegen wir ja noch rein. Na gut. Ich habe jetzt echt mit dem Cyberdemon gerechnet. Der Archer ist fast schon ein bisschen wenig gewesen. Oh no, I went boom. Aber ja, damit hätten wir das Level und die What doch eigentlich in einer angenehmen Geschwindigkeit gelöst, wenn man Größe und Gegneranzahl bedenkt, bin ich absolut nicht unzufrieden. Aber ja, sehr, sehr schönes Level, sehr cool, hatte hier und da echt ein paar knackige Kämpfe und auch viele Sachen, die halt einfach, ne, wo man halt einfach denkt, ja komm, Barons, du hast eine BFG, gönn's dir doch einfach. Und da sage ich, dazu sage ich, ja, das ist in Ordnung, das gönne ich mir. Danke. Aber ja, nee, gestalterisch sehr schön, das Layout war super cool, sehr, sehr cooles, schönes Level. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich bei der nächsten Wort wieder. Bis dann. Ciao.